Hallo? Hallo Menschen? Oh. Ich habe vollkommen vergessen, dass das mein Profilbild bei Itch ist. Sehr schön. Freunde, ihr fragt euch eventuell, was das hier gerade für ein Intro war. Und es passt zum heutigen Spiel, denn heute werden wir einen Serienkiller spielen, der keine Knochen hat. Ihr fragt euch eventuell, wie sieht es aus, wenn man keine Knochen hat? In etwa so. Wir spielen heute der Mann-Mann. Nein, wirklich, das Spiel heißt The Man-Man. Okay. Wir wachen auf in diesem Haus. Bringing the total of 255th is combined cases of Salmonella and Diarrhea. Well, I guess that's why they call prom a night to remember. Stell dir vor, du bist bei deinem Abschluss und kriegst Salmonellen und Durchfall. Ja, ganz normaler Abschluss. For a final story, serial killer the Man-Man is still at large. Authorities warn that although he has no bones, he is still extremely deadly. Es ist wirklich einfach ein Killer ohne Knochen. Wie großartig. Okay. Of now, that's what I call weird music to sleep to, volume 25. Wer macht das noch? Irgendwelche YouTube-Videos anmachen und während man einschlafen will und dann irgendwie ist man plötzlich bei zwei Menschen im Wald, die eine Hütte bauen aus Lehm und darin wohnen für Monate. Nicht, dass mir das jemals passiert wäre. Das, ich habe noch nie so ein Video... Fangen wir an mit dem Spiel. Okay, wir sehen oben rechts, wie wir uns bewegen können. Wir können unsere einzelnen Gliedmaßen bewegen. Wir haben ein... Ich sehe unseren Kopf da unten. Sind wir nackt? Ich meine, natürlich sind wir nackt. Klar, klar. Get the knife. Okay, erstmal würde ich gerne irgendwie hier... Hört mal meine Tastatur. Ich bin im Discord immer der Nervige, der eine mechanische Tastatur hat. Also, get the knife. Normalerweise haben Menschen ein Messer in der Küche. Will ich annehmen. So, wir hüpfen jetzt einfach hier so lang. Unsere Beine sind ein bisschen im Weg, glaube ich. Also, ich kann mich ja auch literally nicht hinstellen. Ich habe keine Knochen. Wie soll ich das jemandem erklären? Wie würde jemand glauben, dass ich ein Serienkiller bin? Ich habe keine Knochen. Wie soll ich überhaupt ein Messer halten? Nehme ich das gleich in den Mund? Oder was soll hier gleich passieren? Oder ist irgendwo anders das Messer? Nee, ich glaube, das ist in einem anderen Raum. Also rüber da. Komm. Komm schon. Jimmy. Jawohl, Jimmy. Da hinten ist das Messer. Das ist doch ein gutes Messer. Das ist doch ein gutes Messer. Mal, gib mal her. Hey, das ist ein Messer. Oh mein Gott. Ich habe das Ziel genau vor Augen. Jawohl. Jawohl. Das ist die Schlangentaktik. Die habe ich damals gelernt in Guantanamo Bay. Oh ja. Oh, wir haben das Messer. Kill Daryl. Okay, also sind wir mal... Wer auch Daryl heißt, ne? Sorry, aber Daryl? Daryl? Du musst dein Kind hassen, um ihn Daryl zu... Gehen wir zurück. Obacht. Das ist die Schlangentaktik rückwärts. Wir haben beim letzten Video eigentlich lernen wollen, wie man rückwärts einparkt. Jetzt machen wir das mit einem Menschenkörper. Der rückwärts Menschenkörper-Einparker. Wo ist die D-Taste? Ich kenne mich noch nicht so gut mit dem PC aus. Ist für uns alle Neuland. Was macht der da? Ist das dieser Harlem Shake, den damals alle gemacht haben? Was war das eigentlich für ein Fiebertraum? Kann sich irgendjemand noch an den Harlem Shake erinnern? Was ist da passiert? Warum haben... What happened there? Gruselig. Habe ich mir das Messer gerade in meinen Bauch gesteckt? Aua. Ich meine, hey, ist bestimmt eine gute Diät, I guess. Okay. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, Daryl, nicht nur, du hast einen Kacknamen, wie kann man bei diesem ganzen Gepolter überhaupt schlafen? Bro, es ist hier, das ist wie eine Bombe, die hier gerade neben dir einsch... Nein, kill crawling Carl, es war jemand vor uns hier. Komm schon, rückwärts twerken, weiter. Nein, andere Richtung. Oh, oh. Alter, das war richtig, oh! Richtig, oh! Wow. You killed him. That's crazy. Final time. 2 minutes 45. Find the stash, move TV to bedroom. Finish in under a minute. Finish in under a minute mache ich sonst nur woanders, nicht am PC. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Aber wenn ich keine Knochen habe, dann bedeutet das ja, dass...